Liebe Mitglieder der Alternative für Deutschland in Schleswig-Holstein, liebe Mitstreiter, da die Alternative für Deutschland Lustobjekt des Verfassungsschutzes ist, sollten öffentliche Äußerungen, die der Partei schaden, wohl überlegt sein. Sie erinnern sich sicherlich noch, dass der AfD-Landtagsabgeordnete Dr. Frank Brodel kurz vor meiner Wiederwahl im Juni 2019 sowohl unter rechtswidriger Nutzung des parteiinternen Parteimanagers als auch öffentlich, und darum geht es hier, in Bezug auf meine Wiederwahl zur Landesvorsitzenden bekundet hatte, die AfD werde in diesem Fall, ich zitiere, als NPD 2.0 im politischen Sektierertum verschwinden. Zitat Ende. Wie bestellt, so geliefert. Bereits einen Tag nach meiner Wiederwahl kündigte der Innenminister eine Überprüfung der Alternative für Deutschland in Schleswig-Holstein an. Seine Begründung? Meine Verfassungstreue werde aus der Mitgliedschaft der Alternative für Deutschland heraus angezweifelt. Nun, mittlerweile steht amtlich fest, dass der Verfassungsschutz Schleswig-Holstein keine Daten über mich gespeichert hat. Wer hat nun der AfD geschadet? Und bekommt dieser Mensch nun ein Parteiausschlussverfahren? Die Sache geht aber noch weiter. Selbstverständlich haben jene Mitglieder, die mich gewählt haben, ein Interesse an der Information des Verfassungsschutzes. Und ist es denn nicht eine gute Nachricht, dass die damalige Meldung heiße Luft und die AfD Schleswig-Holstein aus dem Schneider war? So sah es auch der Vorstand des AfD-Kreisverbandes Dithmarschen und so leitete Herr Dr. Kaden, stellvertretender Vorsitzender, in Abstimmung mit dem Vorstand mein an die Mitglieder gerichtetes Schreiben samt Auskunft des Verfassungsschutzes an die Mitglieder in Dithmarschen weiter. So etwas nennt man Mitgliederinformation, das Gegenteil von Mitgliedermanipulation, liebe Mitstreiter, und Mut zur Wahrheit. Am 4. Juni nun bekam Herr Dr. Kaden hierfür die Quittung, Abmahnung genannt, vom Bundesvorstand ausgesprochen. Er habe gegen die Grundsätze und die Ordnung der Partei verstoßen. Hierzu stelle ich fest. Erstens. Die Weiterleitung wahrheitsgemäßer Informationen, die für die Parteimitglieder wichtig sind, verstößt gegen die Grundsätze und die Ordnung der Alternative für Deutschland. Zweitens, die Aufrechterhaltung des Verdachts der Verfassungswidrigkeit der AfD in Schleswig-Holstein entspricht den Grundsätzen und der Ordnung der Alternative für Deutschland. Drittens, der Kampf gegen Extremisten, das zeigt mein Fall exemplarisch, ist eine Luftnummer. Er wird als Vorwand benutzt, um sich auf schäbige Weise Konkurrenz vom Halse zu schaffen, die einem selbst sehr gefährlich werden könnte. Es ist aber auch ein Zeichen für eigene Unfähigkeit und Angst. Wirklich starke Leute haben solch ein schäbiges Verhalten niemals nötig und die Umfragewerte zeigen es ja deutlich. Mit diesem Bundesvorstand ist kein Staat zu machen. Wenn Sie das auch so sehen, dann teilen Sie das Video und bleiben Sie Ihren Werten treu und vor allem bleiben Sie aufrecht. Das tue ich auch.